sweet boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Fill the meat cup, tray the barrel, fa la 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 la. Sing the ancient Christmas carol, fa la 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 la. See the blazing jubilee for us, fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus, fa la 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 la. Follow me in merry measure, fa la 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 la. While I tell of Juneside treasure, fa la 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 la. Fast away the old year passes, fa la 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 la. Hail the new year, let's bless us, fa la 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 la. Sing we joyous all together, fa la 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 la. Heedless of wind and weather, fa la 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 la. Oh, hallo. Jetzt hätte ich fast die Kamera vergessen, die ich da gerade hingestellt habe. Herzlich willkommen zum Weihnachtsvideo 2020 der Evangelischen Kirchengemeinde Fuldabrück. Ein Video, weil dieses Jahr alles anders ist als sonst. Es fing eigentlich noch ganz normal an. Alles, was uns jetzt beschäftigt, war irgendwie noch ziemlich weit weg. Aber schon im März ging es dann auch hier los. Erster Lockdown, ganz viel wurde abgesagt, ganz viel war plötzlich nicht mehr möglich. Im Sommer war es ein bisschen besser, auch nicht richtig gut, aber besser. Und jetzt sind wir wieder im Lockdown. Wir haben uns entschlossen, alle Veranstaltungen, auch alle Gottesdienste unserer Kirchengemeinde abzusagen. Wir haben lange überlegt, wir haben lange diskutiert, wir haben uns diese Entscheidung nicht wirklich leicht gemacht. Aber ich bin mir sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. Obwohl ich gleichzeitig auch traurig bin und es wirklich schade finde, nicht mit euch Heiligabend feiern zu können, Weihnachten nicht mit euch feiern zu können. Ich werde die Gottesdienste vermissen, das Krippenspiel, die Musik und natürlich auch die vollen Kirchen, das ist was ganz Besonderes. All das geht in der Form dieses Jahr nicht. Und wir haben uns überlegt, wie wir es anders machen können. Und da kam die Idee, ein Video zu machen, was nicht unbedingt wie ein Gottesdienst aussieht, aber was alles Wichtige enthält, was man dafür braucht und alles Wichtige, was man vielleicht auch gerne an Heiligabend sehen oder erleben oder hören möchte. Und ganz viele junge und alte Fuldabrückerinnen und Fuldabrücker haben mitgemacht, haben Sachen aufgenommen, Beiträge erstellt und das, was dabei rausgekommen ist, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Das ist unser Weihnachtsgeschenk an euch. Es ist sehr, sehr viel Material geworden, deswegen gibt es auch noch mehr Videos. Also ihr könnt nach dem Video gerne weitergucken. Es gibt noch mehr Lieder und noch mehr Beiträge. Genießt es. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Abend trotzdem genießen könnt, auch wenn es nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Auch wenn nicht alle dabei sein können, die wir gerne dabei hätten. Ich wünsche euch trotzdem gesegnete Weihnachten. Ich wünsche euch schöne Tage, einen guten Start in ein hoffentlich deutlich besseres Jahr 2021. Natürlich Gottes Segen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Und wir fangen an mit den Fuldabrücker Jungbläsern, die aus dem Homeoffice den Stern über Bethlehem gesucht und gefunden haben. Viel Spaß dabei. Thank you.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Dann machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war dabei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die gelobten Gott sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihm in Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen in Bethlehem, um die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn sie zu ihm gesagt war. Eines Tages sagte der römische Kaiser Augustus: Ich will wissen, wie viele Menschen in meinem Land leben. Jeder soll zu seinem Heimatort gehen, wo er geboren ist. Dort soll er seinen Namen in eine Liste schreiben, damit ich alle zählen kann. Werte Herr, wir brauchen einen Platz die Nacht. Tut mir leid, wir haben keinen Platz. Bitte geht weiter. Maria und Josef zogen weiter. Maria, schau, dort ist ein Haus. Vielleicht klappt es dort. Schlussendlich erreichten Maria und Josef ein Familienhaus. Wir erbitten Einlass im Quartier für die Nacht. Ich werde euch hereinlassen, aber unser Haus- und Hofhund, der ist total gefährlich und der mag keine fremden Menschen. Wir hätten da hinten aber noch einen alten Stall, da könnt ihr übernachten. Danke, werter Herr. Danke, lieber Herr.
auf den Feldern vor Bethlehem hüteten Hirten ihre Schafe. Es war kalt, still und dunkel. Doch plötzlich erstrahlte der ganze Himmel in einem hellen Licht. Und dann kam ein Engel zu den Hirten. Zuerst fürchteten sich die Hirten. Doch der Engel rief: Habt keine Angst, ich habe eine gute Botschaft für euch. Jesus, der Sohn Gottes, wurde heute in Bethlehem geboren. Ihr findet ihn in einer Futterkrippe. Neben dem Engel standen auf einmal weitere Engel. Und alle riefen sie: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. So überraschend, wie sie gekommen waren, verschwanden die Engel wieder. Die Hirten hatten es nun sehr eilig. Sie wollten unbedingt nach Bethlehem laufen und den Heiland sehen. Oh, schau da, ein Stern! Das ist ein heller Stern. Ist das der Stern von Bethlehem? Ja. Oh, hallo, wer seid ihr denn? Hallo. Hallo, wir sind die Hirten mit unserem Einhorn und dem Engel. Hallo, Hirte. Hallo, Hirte. Hallo, Engel. Ich bin Josef. Und das ist meine Frau Maria mit unserem Sohn. Das ist Jesus. Hallo, Einhorn. Hallo, Einhorn. Oh, da ist ja ein Kind geboren. Das ist aber lieb. Vielen lieben Dank. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben ihn gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. König Herodes saß auf seinem goldenen Thron wie jeden Tag, als plötzlich das Telefon klingelte. Trrr, trrr, trrr. Hallo, wer ist denn da? Wir sind die heiligen drei Könige. Ein Stern sagt uns, ein neuer König sei geboren. Ist er bei Ihnen? Nein. König Herodes erschrak. Ein neuer König sollte es geben? Nein, er wollte König bleiben. Er schickte die Weisen nach Bethlehem, um dem Stern zu folgen, und sie sollten ihm danach berichten. Sie sollten nach Bethlehem gehen und mir dann berichten, was sie gefunden haben. Sie verabschiedeten sich am Telefon. Tschüss! Tschüss! Da ist der Stern, den wir schon so lange suchen. Ja, du hast recht, wir haben ihn endlich gefunden. Mal gucken, was da drunter ist. Boah, das ist ja ein Stall. Da klopfen wir mal an. Herein, wer ist denn da? Hallo, wir sind die drei Weise aus Morgenland. Wir haben Geschenke für den König dabei. Ist der hier? Ja. Super, wir haben hier Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sachen, die man gut brauchen kann vor Jungs Babyland. Weißer Nummer 3, hast du auch so komische Sachen geträumt? Ja, ich habe auch geträumt, wir sollten nicht nochmal zu Herodes zurückgehen. Nee, lass nicht mit zum Herodes gange. Lass einen anderen Weg gange. Ja, besser ist das. Okay, ciao, schöne Weihnachten. Tschüssele, ade. Schöne frohe Weihnachten. Viel Spaß mit der Myrrhe. Maria, guck nicht so traurig. Ciao. Mir geboren und hast mich dir
zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren, ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir gedacht, wie du mein wolltest werden. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Weihnachten ist nicht nur ein Fest der Freude, sondern auch ein Fest, bei dem man ganz besonders merkt, wer fehlt. Viele haben dieses Jahr geliebte Menschen verloren, Angehörige, Freunde, Partner. Viele waren dieses Jahr krank, viele hatten dieses Jahr Angst. Und ganz viele haben ganz viel getan und gegen Corona gekämpft. Und bei aller Freude und bei aller Leichtigkeit und bei allem Spaß, den Weihnachten machen darf und haben darf, lade ich uns ein, dass wir uns einen Moment der Stille nehmen und dass wir an die denken, für die dieses Jahr wirklich hart war, für die dieses Jahr furchtbar war. Ich lade uns ein, dass wir an all die denken, die uns auf dem Herzen liegen, an die, die wir vermissen, an die, die nicht mehr bei uns sind. Lasst uns einen Moment still sein. Wird immer stärker. Macht nichts, ich auch. Das sind großartige Worte von Pippi Langstrumpf. Hallo, ich bin die Uta aus Bexhausen. Ich wünsche allen eine frohe und gesegnete Weihnacht. Und vergesst nicht, großartige Dinge erwarten uns noch auf unseren Wegen. Wir müssen einfach nur weitergehen. Tschüss! Hallo, liebe Fuldabrücker. Mein Name ist Klaus Schäfer aus dem Ortsteil Denhausen. Weihnachten fällt dies ja nicht aus. Weihnachten feiern wir dieses Jahr einfach etwas anders. Ich wünsche allen Fuldabrücker und Fuldabrückerinnen, dass sie ihre Hoffnung, ihren Mut und ihre Zuversicht nicht verlieren. So wünsche ich euch von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Wir wünschen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Hallo, wir sind Andrea und Alicia aus Bergshausen. Wir können dieses Jahr Weihnachten nicht wie gewohnt zusammen feiern oder zusammen in die Kirche gehen. Deswegen möchten wir euch einen lieben Gruß schicken mit Worten von Petra Franziska Killinger. Weihnachten fällt nicht aus, nur weil du traurig bist. Weihnachten fällt nicht aus, weil dich Sehnsucht quält. Weihnachten geschieht. Genau aus diesem Grund. Der Hoffnung wegen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Wir wünschen allen frohe Weihnachten. So, Grüße von der Band, von der Technik. Wir haben versucht, schöne Lieder für euch aufzunehmen. Mal gucken, ob was draus rausgekommen ist. Katrin musste leider zum Milchmonster. Wir grüßen euch trotzdem. Wir wünschen euch ganz frohe Weihnachten und der Rest, glaube ich, auch, oder? Ja! Frohe Weihnachten! Woo! Frohe Weihnachten! Liebe Fulda-Brücke, auch ich möchte euch einen kleinen Weihnachtsgruß per Video schicken. Es ist total schade, dass wir dieses Jahr nicht gemeinsam Weihnachtsgottesdienst feiern können, hier vor Ort, beziehungsweise vorne auf dem Dorfplatz vom Walterschen Häuschen. Es ist schade, dass wir nicht zusammen singen können, O du Fröhliche, und ich euch nicht an der Tür persönlich frohe Weihnachten wünschen kann. Trotzdem, und dieses Jahr eben deswegen auf diesem Wege, möchte ich euch auch im Namen aller Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen hier aus Fulda-Brück und meinen beiden Kollegen Jonas Rahn und Verena Kömer gesegnete und hoffnungsvolle Weihnachten wünschen. Lasst es euch zu Hause gut gehen und kommt gesund und gut behütet ins neue Jahr. Schienen und